Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich hatte Ihnen schon einmal ganz kurz in der Story auf Instagram gezeigt. Wir haben ein ganz besonderes Modell von 190er da. Den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Schaut euch dieses wunderschöne Gefährt an. Also ich habe ganz, ganz selten so einen gut erhaltenen 190er gesehen. Wer sich ja daran erinnern kann und meine Evo 2 Reihe verfolgt hat, weiß ja, wie in was für einem schrecklichen Zustand mein 190er war. Das Gerät hier ist erste Hand und ich hätte gesagt, wir schauen uns den einfach mal zusammen an, wenn der jetzt schon einmal bei uns da ist. Wir wechseln nachher noch, weil zwei Dinge kaputt sind, wechseln wir nachher noch in unserer Werkstatt. Wir sind jetzt hier gerade bei Mercedes in Bamberg und haben mal gefragt, ob wir den hierher hinstellen können, weil bei uns in der Werkstatt sieht es ja aktuell nicht so schön aus in der Übergangshalle. Deswegen dachten wir, um dem Auto gerecht zu werden, stellen wir ihn hier hin. Hier sieht es wenigstens schön aus. So, was haben wir hier für ein Gerät? Das ist ein 190er W201 Avantgarde Rosso. Das ist ein Sondermodell. Damals 1992 im März hat Mercedes vom 190er drei Sondermodelle rausgebracht. Einmal den Rosso, der hat den 1,8 Liter Motor und ist in Rot Metallic rausgekommen. Dann einmal den Azzurro, der hatte die 2,3 Liter Maschine, in Blau kam der raus. Und dann einmal nochmal den Verde. Ich hoffe, ich spreche diese Namen alle aus, wenn nicht, korrigiert mich gerne. Der kam mit dem 2,5 Liter Dieselmotor raus in Grün. Ich will euch den nachher unbedingt mal von unten zeigen. Dieser hat jetzt gelaufen, 93.000 Kilometer. Und ihr wisst ja, vom 190er gibt es leider immer so ein paar Schwachstellen, die ich ja jetzt auch sehr gut kenne, weil wir bei meinem großzügig rausflexen mussten. Ich hätte gesagt, dass wir uns mal ein paar Stellen von denen anschauen, aber schaut euch jetzt mal bitte diese kranke Innenausstattung an. Das ist Arcade. Die wunderschöne bunte Sitzbepolsterung finde ich einfach nur affengeil. Wir haben das einmal auf den kompletten Sitzen, auch auf der Rücksitzbank inklusive den Kopfstützen und den Türverkleidungen. Und ich muss echt sagen, ich finde es einfach nur affengeil. Es ist wirklich so richtig 90er. Man steigt in das Auto ein und du fühlst dich gleich so in die 90er Jahre zurückversetzt. Damals hat das Auto 49.875 D-Mark gekostet. Was es jetzt wert ist, weiß ich nicht. Falls es jemand von euch weiß, wie gesagt, er hat jetzt 93.892 Kilometer gelaufen. Erste Hand. Ob wir Rost an dem Fahrzeug finden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir den Endschalldämpfer nachher wechseln. Der hat auf jeden Fall Rost und wir werden die Ventildeckeldichtung nachher in der Werkstatt wechseln. Das machen wir dann wieder zusammen. Und ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir schauen uns jetzt mal die Probleme von den 190er an. Von den 190ern, also jetzt gerade da, wo es bei meinem war, hat es ja extrem unter den Sakkobrettern gerostet und hier unten an der Tür, falls ihr könnt ja hier mal schauen. Ich schmeiße mich auch mal drunter, dass ich was sehe. Oh, hier seht ihr noch das werkseitige Wachs, was hier an der Dichtung raus tropft. Hier haben wir so originale Spritzlappen dran, dass die lackierte Stoßstange sogar hier auch noch und die lackierten Sakkobretter vor Steinschlägen geschützt sind. Einfach sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, es schaut einfach alles wirklich aus wie neu. Unberührt. Ja, sehr, sehr unberührt. Also ich muss echt sagen, sowas, dass es solche Autos noch in so Zuständen gibt und dass die Leute wirklich noch die Autos so pflegen, das ist echt schön anzusehen. So ein Auto wäre auch viel, viel, viel zu schade gewesen, um so einen Evo 2 Umbau zu machen. Um Gottes Willen, da bin ich echt froh, dass meiner halt schlecht war, weil mit so einem Fahrzeug macht man das überhaupt nicht. So, von außen gibt es jetzt weiter nicht so viel zu sagen. Ein Schiebedach hat er noch, was elektrisch ist. Ja, jetzt klar, vom Lack her, man muss auch sagen, das Auto ist natürlich auch schon etwas älter. Er darf ein paar Blessuren haben. Der muss auf jeden Fall mal noch aufbereitet werden. Aber ansonsten ist der Lack technisch echt noch in einem einwandfreien Zustand. Und ich hätte gesagt, wir schauen jetzt einmal unter die Motorhaube. Und da werden wir wahrscheinlich auch gleich das Problem mit der Ventildeckeldichtung sehen. Ta-ta-ta-ta. Ja, hier sehen wir es schon. Hier ist er extrem nass, siffig. Das werden wir dann
beheben das Problem. Das ist jetzt ein 1,8 Liter Motor mit 109 PS, 150 Newtonmeter. Damals stolze auf 0 auf 100, stolze 12,7 Sekunden. Aber trotzdem, geiles Auto. Das kommt auch einfach nur bei dem Auto halt aufs Feeling drauf an. Da geht es nicht darum, wer schnell ist, sondern einfach nur, dass es Spaß macht. Und das macht das Auto. Wir werden nachher gleich auch nochmal eine Runde drehen. So, schauen wir uns ja gleich auch nochmal rosttechnisch ein bisschen um. Aber ich musste auch sagen, jetzt bei meinem 190er war im Motorraum auch nicht so viel Rost. Aber bei mir war es jetzt gerade hinter dieser Schraube, saß bei mir ein bisschen Rost und im Batteriefach. Aber jetzt so das, was wir jetzt hier sehen können, schaut eigentlich alles tipptopp aus. Jetzt hätte ich gesagt, wir werfen ihn mal an, drehen dann zusammen eine Runde und dann bekommt er seine neue Ventildeckeldichtung und seinen neuen Endschalldämpfer, den es übrigens nicht von Mercedes noch original gab. Den mussten wir leider aus dem Zubehör holen, aber besser als gar nichts. So, jetzt hätte ich gesagt, steigt da ein und wir drehen mal eine Runde. Ganz ehrlich, auch der Innenraum, also wirklich der Herr, dem das Auto gehört hat, das also einfach nur top gepflegt. Schaut euch mal das Armaturenbrett an, keine Risse. Also kontrolliert mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber ich denke, bei diesen Avantgarde gab es ja die drei Editionen, Rot, Grün und Blau. Und wir sitzen ja jetzt im Rosso und der ist ja rot, also korrigiert mich, aber ich glaube, jeder Avantgarde ist dann mit seiner Farbe nochmal unterstrichen und wir haben ja hier jetzt das Modell, was rot unterstrichen ist. Fünfgang-Schalter, elektrische Fensterheber. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen optisch stört, ist das Pioneer-Radio. Das wäre, glaube ich, mit dem originalen Radio noch ein bisschen schöner. Aber ja, hier haben wir Kassetten, auch mit der Klorolle hinten drin. Passt einfach zum Auto. Jetzt drehen wir noch zusammen eine Runde. Ich hätte gesagt, wir fahren jetzt zusammen einmal zur Werkstatt. Also ich muss echt sagen, das ist einfach ein geiles Feeling mit so einem alten Auto. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt einfach mal nach vorne schaut und seht einfach diesen Mercedes-Stern da vorne auf der Haube. Ich finde das so geil. Ein geiles Feeling mit so älteren Fahrzeugen eine Runde zu drehen bei schönem Wetter. Ich freue mich schon so dolle, wenn mein 190er irgendwann mal fertig ist und ich die erste Runde mit diesem Auto drehen kann. Bin gespannt, wann das sein wird, aber ich hoffe nächstes Jahr, dass das dann auch mal so weit ist. Also ich muss auch sagen, dass man bei dem Auto jetzt nicht so, ich meine, ja klar, er ist jetzt nicht schnell und man hatte, glaube ich, auch früher immer zu dem Auto gesagt, das ist so ein bisschen so ein Rentnerauto, was so alte Leute fahren, aber es ist einfach geil. Das ist wirklich einfach ein chilliges, entspanntes Fahren. Man kommt mal ein bisschen runter, es macht Spaß. Man holt den Sonntag raus, fährt mal eine schöne Runde, fährt vielleicht ein Eis essen. Einfach geil. Also jetzt auch vom Fahren her, vom Schalten her und vom Bremsen her, da kann man einfach nichts sagen. Ich meine, er hat 93.000 Kilometer runter, hat auch schon seine Jahre auf dem Buckel. Der fährt sich so schön sauber, so schön ruhig, auch wenn du auf die Bremse steigst. Hier rüttelt nichts, hier knarzt nichts. Es macht einfach Spaß, mit dem Auto mal eine chillige Runde durch Bamberg zu düsen. So, und jetzt hätte ich gesagt, fahren wir in die Werkstatt, hoffen noch, dass das Licht hält, wechseln die Ventildeckeldichtung und den Endschalldämpfer. 190er ist schon aufgebockt. Hier liegt unsere originale Ventildeckeldichtung. Die haben wir noch bei Mercedes bekommen, beziehungsweise die gibt es noch. Hier ist noch ein Ölfilter, Ölwechsel machen wir dann auch noch. Und hier ist ja der Endschalldämpfer aus dem Zubehör. Ist aber somit das Beste, was man aus dem Zubehör bekommen konnte. Ihr werdet nachher dann gleich sehen, wo die rostige Stelle ist. Das werden wir euch auch zeigen. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, ich wechsle jetzt die Ventildeckeldichtung und wir nehmen euch jetzt einfach in einem kleinen Pörnchen dabei mit. Thank you.
So, wir haben jetzt das Öl abgelassen und jetzt schauen wir uns mal das Problem hier hinten an. Hier seht ihr schon, ja, das schaut hier gar nicht mehr so gut aus. Deswegen werden wir jetzt hier die Schelle aufmachen und den Endschalldämpfer gegen unseren neuen einmal tauschen. Ansonsten könnt ihr auch noch mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wie die Lichtverhältnisse sind, und das Auto schauen, aber für die Jahre und in Deutschland gefahren, schaut er echt noch von unten richtig gut aus. So, jetzt hätte ich gesagt, tauschen wir einmal den Endschalldämpfer und sehen uns dann gleich nochmal. Endschalldämpfer ist dran. Jetzt passt es auf jeden Fall wieder zum Gesamtbild vom Auto. Wir haben jetzt hier keine rostigen Stellen mehr. Ist wieder alles tipptopp. Ihr seht hier die Bremsleitungen und Kraftstoffleitungen. Die sind, ja, die fangen auch schon so langsam an zu oxidieren. Die werden wir dann auf jeden Fall auch noch sauber machen und ordentlich einschmieren, dass da nichts Schlimmeres passiert. Genauso wie jetzt noch andere Teile, werden wir dann auch noch mal ordentlich wachsen. Dass das Auto auf jeden Fall gut konserviert ist für die nächsten zahlreichen Jahre. Dann werden wir noch unseren Ölwechsel fertig machen. Und das wäre es an dem 190er schon so weit gewesen. Und für euch geht es jetzt weiter am ML, nämlich da mussten wir auch noch was machen, bevor wir zur Automechaniker gefahren sind. So, der ML hat jetzt mittlerweile knapp 350.000 Kilometer runter. Den letzten Ölwechsel hatte er bekommen, da war der Turbolader kaputt. Davor hatten wir euch, glaube ich, einmal den kompletten Ölwechsel abgefilmt. Danach hat man, wie gesagt, nochmal gewechselt, als wir den Lader getauscht hatten, weil wir da eh alles nochmal neu gemacht haben. Und da haben wir eben gleich auch nochmal frisches Öl verpasst. Jetzt steht aber wieder Ölwechsel an. Wir wechseln immer so alle 5.000 bis 6.000 Kilometer ein ML, das Öl. Ihr wisst ja, ich fahre jetzt seit, glaube schon seit circa 20.000 Kilometer mit dem Profica Öl, mit dem 5W30. Bin im ML super zufrieden mit dem Öl und wir haben absolut keinen Ölverbrauch. Das Öl hat auch eine super Reinigungsleistung, also ich bin sehr zufrieden, werde das jetzt auch noch weiterfahren. Wir hatten ja damals schon mal gesagt, wenn er nochmal herkommt, ihr habt ja auf dem Öl immer Zahlen draufstehen. Jetzt zum Beispiel, wir benutzen das 5W30, dass die 5 vor dem W steht für die Kaltlaufeigenschaften des Öls bei kälteren Temperaturen und die Zahl, die hinter dem W steht, wir haben jetzt zum Beispiel die 30, sagt dann nochmal, wie beständig das Öl bei höheren Temperaturen ist. Quasi, wenn die Zahl höher ist, kann die auch mehr Hitze ab. Beim ML haben jetzt das 5W30, sind damit top zufrieden. Und was wir jetzt noch vom Profi-Car bekommen haben, ist von Profi-Car Bremsflüssigkeit. Wir haben jetzt allerdings beim ML, weil wir die Bremsen getauscht hatten, schon Bremsflüssigkeitswechsel gemacht. Also bei dem steht es sicher. Aber da draußen steht der E39 und der braucht definitiv neue Bremsbeläge, kriegt er neue Scheiben. Und da werden wir auf jeden Fall einen Bremsflüssigkeitswechsel machen. Wir haben hier zwei Stück und zwar einmal ein normales, eine normale Bremsflüssigkeit, die ist für Alltagsfahrzeuge und Profica hat mir nochmal eine mitgeschickt und zwar ist es die Racing Bremsflüssigkeit. Das ist quasi für leistungsgesteigerte Fahrzeuge, die ein bisschen mehr Dampf haben, für Trackfahrzeuge. Das ist eine vollsynthetische Bremsflüssigkeit, die einen hohen Trockensiedepunkt hat, der liegt bei 328 Grad. Das steht sogar hier drauf. Und die soll halt verringern. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie zieht das Wasser. Und sie soll halt verhindern, dass wenn ihr die Bremse krass belastet und sie extrem heiß wird, dass die nicht das Kochen anfängt, das Kondenswasser, was da drin ist. Denn wenn das Kochen anfängt, dann bildet sich Luft, dann haben wir Luft im System. Und quasi, wenn ihr auf die Bremse steigt, dann tretet ihr ins Leere. Das wollen wir da nicht haben. Deswegen diese Bremsflüssigkeit. Aber heute machen wir keine Bremsflüssigkeit. Heute geht es um den Ölwechsel, den der ML bekommt. Und ich habe gesagt, wir legen los. Thank you.
einen frischen Ölwechsel jetzt auch hinter sich, jetzt auf die nächsten 6000 Kilometer. Ich hoffe ja immer noch, dass er wirklich so, also mein Wunsch ist mit dem Auto so 600.000 zu knacken. Ich bin mal gespannt. Ich rede ihm immer gut zu, dass er das schafft. Aber ich bin mir eigentlich sicher, weil so großartig ist noch nichts an dem Auto, dass er das schaffen könnte. Also ich will ihn noch lange behalten. 350 haben wir geschafft. Schaffen wir die nächsten 300 auch noch. Mal gucken. Nein, ich hoffe, das macht er. So, wie gesagt, Bremsflüssigkeitswechsel machen wir beim nächsten Mal. Der E39 ist dann mit Bremsflüssigkeit dran. Wie gesagt, bei ML haben wir ja schon erledigt. Da würde ich mich an der Stelle bei euch verabschieden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut es gerne wieder unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!